Willkommen zurück. Diese Mindmap klärt, was zum Jahresabschluss dazugehört. Wenn man das gefragt wird in einer mündlichen Prüfung, dann ist eine gute Antwort auf die Frage, was gehört denn dazu zu einem Jahresabschluss, die Antwort, es kommt drauf an. Allerdings muss man dann auch Substanz haben, um entsprechend antworten zu können. Denn der Prüfer wird dann sagen, genau, es kommt drauf an. Auf was kommt es an? Es kommt darauf an, ob die Gesellschaft, die einen Jahresabschluss erstellen muss, sich in den Regionen vor dem Paragraph 264 HGB bewegt oder danach. Also, der Inhalt des Jahresabschlusses ist geregelt durch eine allgemeine Vorschrift. Allgemeine Vorschrift heißt, gilt für alle diese Gesellschaften, die Jahresabschlusspflichtig oder bilanzierungspflichtig sind. Und das ist die Vorschrift im Paragraph 242 Absatz 3 im HGB. Und daneben gibt es noch eine spezielle Vorschrift. Und diese finden wir im Paragraph 264 im HGB. Spezielle Vorschrift gilt für Kapitalgesellschaften. Allgemeine Vorschrift gilt für alle, auch für Kapitalgesellschaften. Nur die Kapitalgesellschaften müssen weiter lesen als 263. Die Personengesellschaft bewegt sich in dem Bereich des dritten Buches vor dem Paragraph 264. Ja, diese Trennung muss man verstehen. Das ist eine wichtige strukturelle Sache. So, jetzt schauen wir uns das an. Die allgemeine Vorschrift, die also für alle bilanzierungspflichtigen Gesellschaften, Personengesellschaften wie Kapitalgesellschaften gilt, ist der 242 Absatz 3 HGB und den schauen wir uns an. Hier ist er. Und zwar Absatz 3. Da steht, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. Aha. Also, nach der allgemeinen Vorschrift greifen wir sie auf. Paragraph 242 Absatz 3 HGB. Besteht der Jahresabschluss aus Bilanz und G und V, das ist die Abkürzung für Gewinn- und Verlustrechnung, gleich JA, gleich Jahresabschluss. Ich kürze ab. Ja? Bilanz und G und V, also Gewinn- und Verlustrechnung, bilden den JA, den Jahresabschluss. Aber halt! Was ist mit der Kapitalgesellschaft, die weiterlesen muss als 263? Kommt die nur mit Bilanz und G und V durch und sagt, das ist mein Jahresabschluss? Und die Antwort lautet natürlich nein. Also schauen wir in den 264. Sieht sehr umfangreich aus, ist es auch. Der 264 ist im Laufe der Zeit auch immer umfangreicher geworden. Schauen Sie mal, ja, was Sie hier alles finden. Alles 264. Ja, also vier Absätze mittlerweile und dann einen sehr, sehr langen dritten Absatz hier mit Unterpunkten. Hier die Einführung, ein 1a, Absatz 1a, hier ein Absatz 2, also vier, eigentlich fünf Absätze. Sehr umfangreicher Paragraph. Schauen wir, dass wir das Wesentliche, das wir jetzt brauchen, nämlich was verstehen wir unter Jahresabschluss? Das ist unsere Frage. Ob wir das hier rausziehen können. Und dann schauen wir mal. Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haben den Jahresabschluss 242, ja, 242 Absatz 3, um genau zu sein, um einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht aufzustellen. Aha. Also, nach zumindest dem ersten Satz hier, ne, das ist Absatz 1, Satz 1,
Ist das schon mal mehr als Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung? Nämlich Anhang kommt dazu und ein Lagebericht muss man auch noch aufstellen. Nehmen wir das mal auf. Also nach unserem Paragraph 264, und zwar in dem Fall ist es der Absatz 1 HGB, besteht der Jahresabschluss aus Bilanz und G und V, erweitert um Anhang. Der Anhang erläutert im Wesentlichen Posten aus der Bilanz und Lagebericht. Ja, das sagt der 264 im Absatz 1. Schauen wir mal weiter. Also hat das, was im 242 Absatz 3 geregelt ist, um einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung eine Einheit bildet. Also Bilanz, G und V und der Anhang bilden also hier jetzt die neue Einheit. Quasi ist das jetzt der Jahresabschluss. Aber die Aufstellungspflicht geht noch weiter. Man muss auch einen Lagebericht aufstellen. So, und dann geht es weiter. Die gesetzlichen Vertreter einer kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaft, also börsennotiert oder börsenorientiert, die nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, haben den Jahresabschluss, um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern, die mit der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang eine Einheit bilden. Und Sie können den Jahresabschluss um eine Segmentsberichterstattung erweitern. Aha. Also halten wir wieder fest. Kapitalmarktorientierte Gesellschaft muss mehr veröffentlichen. Also, Bilanz und G und V, Anhang, Lagebericht. Und was hatten wir da noch? Die Gesetzesvertreter einer kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaft, die keinen Konzernabschluss bilden müssen, oder aufstellen müssen, haben den Jahresabschluss, um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern. Die mit der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang eine Einheit bilden. Und sie können eine Segmentsberichterstattung auch noch machen. Also Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel. Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel. Was ist eine Kapitalflussrechnung? Ist eine Cashflow-Rechnung, zeigt also die Ein- und Auszahlungen eines Geschäftsjahres. Und dann noch, offensichtlich freiwillig, wir haben dir das genannt, eine Segmentsberichterstattung. Eine Segmentsberichterstattung. Freiwillig also kann man noch, wenn man möchte, Segmentsberichterstattung. Was das im Einzelnen ist, das müssen wir alles noch klären. Hier, was ist ein Segment? Segment ist ein Teilbereich eines großen Ganzen. Ja, also man kann hier offensichtlich auch noch für einzelne Segmente, was könnte das sein? Das könnten sein verschiedene Geschäftsfelder. Ne? Dass man also
das zum Beispiel aufspaltet und sagt, in dem Segment haben wir das gemacht und das verdient, in dem Segment haben wir das gemacht und das verdient. Ja, also durch Analyse, durch Zerlegung klarer sagen, was im Einzelnen los ist. Das ist die Segmentsberichterstattung. So. Und Eigenkapitalspiegel zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals. Und Kapitalflussrechnung ist nur ein anderes Wort für die Cashflow-Rechnung. Ich habe es schon erklärt. So, jetzt geht das aber noch endlos weiter hier. Ja, jetzt kommt nämlich, nachdem wir die kapitalmarktorientierten Gesellschaften jetzt hier behandelt haben, kommt hier der Satz 3, der Jahresabschluss und der Lagebericht sind von den gesetzlichen Vertretern in den ersten 3 Monaten, aha, bis wann man das machen muss, ist ja also auch geregelt. Dann kommt der Satz 4, kleine Kapitalgesellschaften brauchen den Lagebericht nicht aufzustellen. Sie dürfen den Jahresabschluss auch später aufstellen. Also das ist die Frage, bis wann das fertig sein muss. Kleinstkapitalgesellschaften brauchen den Jahresabschluss nicht, um einen Anhang zu erweitern, wenn sie, ja, also wir können sagen, dass es Erleichterungen für kleinere Gesellschaften. Ja, fassen wir das mal hier pauschal zusammen und schreiben dazu Details. Paragraph 264 Absatz 1 Satz, ich glaube 3 und 4 war es. Ja, 4 vor allem, ne? Kleine Kapitalgesellschaften. Und dann kam der Satz 5, Kleinstkapitalgesellschaften. Und dann ist noch der Absatz 1a, ist auch noch ganz interessant. Da steht, in dem Jahresabschluss sind die Firma, der Sitz, das Registergericht, die Nummer, ja, also die Handelsregisternummer offensichtlich, und der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist, anzugeben. Befindet sich die Gesellschaft in Liquidation oder Abwicklung, ist auch diese Tatsache anzugeben. Aha, interessant. Ja, also auch das gehört nicht unbedingt zum Jahresabschluss, aber zu den Pflichten zur Veröffentlichung hinzu. Ja, also, das können wir sagen, Satz 5 und 6, da sind die Erleichterungen geregelt und dann müssen wir noch den Paragraph 264 Absatz 1a, ist immer ein Hinweis darauf, dass etwas später zugefügt wurde, ne, dieses A dahinter, ist ein Hinweis darauf. Da waren noch verschiedene andere Dinge gefragt, nämlich Firma, Handelsregisternummer, was hat man noch? Firma, Sitz, Registergericht und Handelsregisternummer. Firma, Sitz, Registergericht, HR, Handelsregisternummer. Und Hinweis auf Liquidation, wenn zutreffend. Schauen wir nochmal ins Gesetz. Befindet sich die Gesellschaft in Liquidation oder Abwicklung, ist auch diese Tatsache anzugeben. I.L.
steht da meistens etwas kaschierend da. Das heißt, die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Das heißt, die Gesellschaft befindet sich im Prozess der Auflösung, ist gescheitert oder was immer es andere Gründe geben mag, dass diese Gesellschaft liquidiert wird. Auch darauf müssen wir jetzt im Detail nicht eingehen. So, und dann im Absatz 2 geht es weiter, der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft, das hat man jetzt oben jetzt ausführlich definiert. Und hier steht dann, wie man weiter vorzugehen hat, nämlich, dass man die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachten muss. Das müssen wir alles noch klären, was das denn jetzt schon wieder ist. Ja, tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild, das ist der berühmte True and Fair View. Ja, also hier steht jetzt praktisch die Aufgabe des Jahresabschlusses, was soll der zeigen? Ja, aber das sprengt schon wieder in den Rahmen dieser Mindmap, denn hier ging es ja um die Frage des Inhalts. Das wäre jetzt, wenn man so will, das Ziel des Jahresabschlusses. Ja, er soll einem den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild wiedergeben. Wir können ja immer nur mit dieser Abstraktion arbeiten. Der Jahresabschluss ist ja immer eine Abstraktion. Es ist ja nicht die Gesellschaft, sondern es ist die wirtschaftliche Lage, abgebildet durch Zahlen auf einem Stück Papier. Ja, und das, was auf dem Papier steht, soll mit der Realität möglichst übereinstimmen. Das sagt uns dieser Absatz des 264. Aber das geht über diese Mindmap hinaus. Hier ging es ja erstmal um den Inhalt. Fassen wir die wesentlichen Dinge zusammen. Solange wir uns im Bereich der Personengesellschaft bewegen, ist es ganz einfach. 242 Absatz 3, da ist der Jahresabschluss, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Wenn wir die Grenze des 263 überschreiten, also 264 und die folgenden beachten müssen, also Kapitalgesellschaft sind, wird es kompliziert. Und die Grundregel ist leicht zu erkennen, je größer und je börsenorientierter das Unternehmen ist, desto mehr muss man veröffentlichen. Aber grundsätzlich gilt, mit Bilanz und G&V kommst du hier nicht weg, sondern du musst mehr zeigen. Du musst einen Anhang und einen Lagebericht zeigen. Es kann sein, dass du ein paar Erleichterungen kriegst, weil deine Gesellschaft zwar eine Kapitalgesellschaft ist, aber eben eine kleine oder eine Kleinstkapitalgesellschaft. Das ist dann weiter unten genauer geregelt im 264 Absatz 1. Und wenn du kapitalmarktorientiert bist, ja, dann bitte auch noch eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel. Und wenn du willst, kannst du auch noch eine Segmentsberichterstattung machen. Das ist sozusagen der Kerngedanke dessen, was hier geregelt ist. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.